Herzlich willkommen zu Prima, dem Charity Talk der Hansestadt Hamburg. Sponsoren für Hamburg heißt der Verein hinter dieser Sendung. Und wir bündeln für Sie die Informationen, wo Sie ehrenamtliche Projekte finden, wo Sie die Menschen hinter den Projekten hier bei uns in der Sendung kennenlernen. Und wenn Sie mögen, schauen Sie rein ins Projekteportal www.sponsoren-für-hamburg.de. Und meine Gäste heute, die setzen sich dafür ein, dass es eine gemeinsame kulturelle Identität gibt. Denn Hamburg ist Multikulti, aber was heißt das eigentlich und wie bringt man das zusammen? Also freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind. Eine reine Frauenrunde heute mal. Und ich beginne mit Frau Amine Macit, eigentlich Verwaltungswirtin, bis sie den Verein Die Kraft der Toleranz mitbegründet hat. Seitdem setzt sie sich für die Integration ein und zwar geht das en passant unter anderem bei Kochkursen, die der Verein anbietet. Herzlich willkommen. Und an einem Kochkurs vom Verein Kraft der Toleranz nimmt Frau Fadime Utschak regelmäßig teil. Sie ist seit 2 Jahren Mitglied, hat 2 Kinder und ist Erzieherin. Richtig. Herzlich willkommen. Dankeschön. Daneben, Wiebke Eggers ist Expertin der türkischen Küche, würde ich jetzt einfach mal so sagen, denn sie ist auch Teilnehmerin am Kochkurs, bekannt natürlich für ihre guten Rezepte in Mimmelmannsberg. Sie hat 3 Töchter und sie vertreibt Strasssteine im Internet, also auch noch künstlerisch aktiv. Herzlich willkommen. Das passt auch ganz gut zu meinem nächsten Gast. Frauke Kerker ist Diplom-Kunsttherapeutin, derzeit Vertretungslehrerin am Gymnasium. Aber was ihr viel wichtiger ist, ist, dass sie eine freie Künstlerin ist und Dozentin der Lichtwerkschule in Steilshoop. Hallo. Hallo. Und ich begrüße die Geschäftsführerin der Lichtwerkschule, Franziska Neubecker. Die Lichtwerkschule, das ist ganz wichtig, ist eine Initiative, die kreative Potenziale fördert und Kunstkurse für Kinder anbietet. Herzlich willkommen. Dankeschön. Eine ganze Runde. Also ich würde sagen, die Frauenquote haben wir heute schon ganz gut erfüllt. Frau Macit, eigentlich sind Sie diplomierte Verwaltungswirtin und nun engagieren Sie sich nonstop für den Verein Kraft der Toleranz. Was hat Sie da so bewegt, diesen Verein zu gründen? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben und dass wir die Möglichkeit hatten, hier überhaupt zu unserem Verein was zu sagen. Das ist, finde ich, ganz nett. Dankeschön. Ja, ich bin seit 5 Jahren erst in Hamburg. Uns hat es vom Schwarzwald hierher verschlagen durch meinen Mann, durch seine Arbeit. Und als wir dann hier in Hamburg waren und ich nicht mehr arbeiten konnte wegen meinen Kindern, ich habe 3 Kinder, die sind alle ziemlich eng aneinander. Und damals waren sie auch ziemlich klein, jetzt sind sie 11, 9 und 8, aber damals eben viel jünger. Und ich wollte einfach was machen und einfach nicht zu Hause sitzen. Dann haben wir uns überlegt mit ein paar Frauen, die ich dann eben auch kannte, mit Frau Dilli, mit unserer Vorsitzenden, was wir eigentlich machen könnten, auch so allgemein, was wir überhaupt schon machen, aber eben das einfach anders verkaufen. Und da wir eigentlich auch schon sehr engagiert waren in unseren Stadtteilen, ich zum Beispiel habe Hausaufgabenhilfe gemacht in unserem Stadtteil in Horn in Billstedt und habe dann auch ziemlich so mit Frauen Kontakt gehabt, so mit den Eltern von den Kindern. Und Frau Dille ist Erzieherin, die hatte auch so viel Kontakt in ihrem Stadtteil in Steilshoop. Und so kam das immer so zum Gespräch. Ja, wir machen schon so viel, wir sind engagiert, sind keine typischen Hausfrauen in dem Sinn, obwohl wir auch Hausfrauen sind, aber wir wollten einfach mehr machen. Mhm. Und so kam das immer mehr ans Licht und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ja, was könnte man daraus machen? Wieso nicht? Ein Verein, Satzung und so hin und her. Dann kam das ganze Schriftliche genau, erstmal. Und dann kam natürlich, das genau ganze Formale. Und plötzlich hatten wir einen Verein. Und also, der heißt Die Kraft der Toleranz. Es ist ein reiner Frauenverein. Frau Utschak, Sie nehmen daran teil, auch an diesen Kochkursen regelmäßig. Richtig. Was ist seitdem so passiert? Was haben Sie da für Erlebnisse? Seitdem ist vieles passiert. Ich habe auch andere Menschen kennengelernt. Macht mir Spaß zu kochen. Koche auch zu Hause gerne. Dann habe ich gesagt, das passt auch. Macht mir Spaß. Koch gerne. Andere Menschen kennenlernen, unterhalten. Bisschen raus aus dem Haus, also aus dem ganzen Alltag. Frau Eggers, wenn man Ihren Namen hört, und man denkt, Sie sind Expertin der türkischen Küche. Wie kam es denn dazu? Ja, Expertin ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber ich habe eine Zeit lang in der Türkei gelebt und mag die türkischen Menschen sehr und habe natürlich auch viele türkische Freunde. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Und das ist eben auch eine Gelegenheit, diesen Schritt mal aufeinander zuzutun. Denn oft
ist noch so eine Separierung und das finde ich gerade ganz schade. Ich möchte auch wirklich viele türkische Frauen dazu auffordern, in die Kurse zu gehen und auch sich ein bisschen zu öffnen und auch Deutsche und andere Nationalitäten, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Denn das ist wirklich eine so wunderbare, spannende Sache, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Das würde mich sehr freuen, wenn eben auch mehr Frauen in diese Kurse noch kommen würden. Und auch die Zuschauerinnen sind natürlich jetzt aufgefordert, genau, auch in diese Kurse zu kommen. Genau, das wäre wunderbar. Das finde ich sehr schön. Frau Utschak, ich habe auch gesehen bei Ihnen oder auch gelesen auf der Internetseite, die es ja auch gibt, dass da auch versucht wird, auf verschiedene Festivitäten der unterschiedlichen Kulturen eigentlich einzugehen. Da wird ja auch ganz schön viel gefeiert dann bei Ihnen. Ja, richtig. Wird viel gefeiert. Wie ist das da, wenn man das kennenlernt, dass es unterschiedliche Festlichkeiten auch gibt, Feiertage? Mhm. Wie wird das vorgestellt untereinander? Untereinander, also es ist so, durch diese Kurse, wenn wir alle beiden zusammenkommen, dann erzählt der eine den anderen, dass wir so einen Feiertag haben, dass wir das auch groß feiern. Wird eine Einladung geschickt oder auch persönlich eingeladen und da kommt man zusammen und feiert man das auch. Okay. Wird alles organisiert. Ja, dann wollen wir Ihnen vielleicht auch mal in den Topf gucken. Ja, was schätzen wir denn eigentlich am Urlaub? Wir schätzen außer der freien Zeit natürlich, na klar, das fremde und leckere Essen. Bei den Kochkursen von Kraft der Toleranz werden verschiedenste Rezepte aus verschiedenen Kulturen vorgestellt und gekocht. Und da wird nicht viel um den heißen Brei geredet, glaube ich, soweit es Daniel jetzt für uns mal rausgefunden hat. Kochkurs im Verein Die Kraft der Toleranz. Hier wird nicht lang um den heißen Brei geredet, er wird einfach gemacht. Doch ob das heute wirklich nur Brei gibt? Was machen wir heute? Joghurt, Zucker mit gefüllten Teigtaschen, Käseteigtaschen. Also nichts mit Brei, sondern Teigtaschen und Suppe. Der Verein organisiert Kochkurse und noch vieles mehr über ganz Hamburg verteilt. Ziel ist es, Frauen aller Kulturen, Nationen, Alter, Konfession und Berufsgruppen an einen Tisch zu bringen. Durch Kommunikation, Information und Toleranz werden Vorurteile abgebaut. Und das ist das Wichtigste in unserer multikulturellen Gesellschaft. Wie steht's gerade eigentlich mit der Suppe? Also wir machen eine Joghurtsuppe und da wird Reis in Brühe, in Fleischbrühe oder Hühnchenbrühe gekocht normalerweise. Und dann wird Joghurt mit einem Löffel Mehl gemischt. Und ein Ei kommt rein, aber erst wenn das Reis gekocht ist und so ein bisschen abgekühlt ist, weil das Ei kann dann gerinnen. Das wird dann gemischt und verfeinert wird das mit Butter später, mit so einer Art braune Butter, rote Butter, wie wir das machen, und Pfefferminze. Das gibt dem Geschmack. Das ist eine Joghurtsuppe. Das ist eine ganz berühmte Bauernsuppe aus der Türkei. Die Suppe nimmt also Gestalt an. Und auch bei den Teigtaschen geht es voran. Das Kneten geht so gut von der Hand, dass manche Frau auf interessante Gedanken kommt. Ich werde meinen Beruf an Nagel hängen, Bäcker werden, türkische Bäcker. Kannst du einfach mit reingehen? So. Nachdem der Teig fertig und anschließend auf dem Blech verteilt ist, geht's jetzt für 20 Minuten in den Ofen. Welche Gerichte kocht man hier eigentlich noch? Ja, wir kochen von unterschiedlichen Kulturen verschiedene Gerichte hier an. Es hängt von den Frauen, die was hier kochen möchten, an. Alles ist fertig zubereitet. Nun muss nur noch der Tisch gedeckt werden und dann können auch schon alle essen. Und jetzt kann endlich auch wieder nach Herzenslust geklönt werden. Viel Spaß und guten Appetit. Okay, also ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger bekommen und jetzt würde ich gerne Frau Majid fragen, was müssen wir denn als Zuschauer auch tun, damit denn die Küche warm bleibt und nicht kalt wird? Ja, vor allen Dingen brauchen wir, wie Wiebke vorhin gesagt hat, Mitglieder. Also wir möchten wirklich, dass Frauen sich entscheiden, zu uns zu kommen, dass sie kochen möchten, dass sie aus dem Haus rausgehen, dass sie einfach sich öffnen, dass sie bereit sind, einfach dem Stadtteil was Gutes zu tun. Also das ist unser erstes Anliegen, dass wir viele Frauen bekommen, die in den Stadtteilen, jetzt in Mümmel-Mansberg haben wir einen Kochkurs laufen, in Stalshoop, in Lurup, in Schnelsen. Aber ich persönlich jetzt für Mümmel-Mansberg würde gerne viele Frauen sehen, die bereit sind, einfach zu kommen und einfach zusammen kochen. Und das natürlich Finanzielle ist die andere Sache. Wir brauchen viele Materialien zum Beispiel. Wir machen ja nicht nur Kochkurse allein. Wir machen verschiedene Arbeiten, Handarbeiten, wir machen Stickereien. Wir möchten jetzt auch mit Wiebke zusammen diese Steine
die sie macht, zusammen einen Kurs entwickeln, da wo sie den Frauen dann das anbieten kann. Und das sind alles Sachen, wo man Geld braucht. Mhm. Dann hoffen wir, dass sich da auch jetzt viele Zuschauer melden. Hoffentlich, ja. Genau. Gerne. Frau Eggers, Sie haben ja schon auch so ein bisschen sich künstlerisch betätigt über die Strasssteine, haben gerade im Film noch gesagt, vielleicht werden Sie auch noch Bäckerin. Also ganz auch da ein breites Feld. Jetzt würde ich gerne überschwenken, und zwar haben wir nämlich hier inzwischen ein Bild aufgebaut. Und zwar kommen wir jetzt langsam mal zu den nächsten Gästen, die auch, wenn wir jetzt gerade schon die Küchenkunst hier bewundern konnten, dürfen wir jetzt etwas vor einer freien Künstlerin sehen, hier direkt vor uns. Ganz kurz was zu dem Bild sagen, worum es ungefähr geht? Ja, das ist ein Bild aus meiner Serie Milchmärchen, an der ich gerade arbeite. Ich würde jetzt Raum für Betrachtung lassen. Genau. Geht ja eigentlich auch um was anderes genau. Hier heute. Aber was ganz wichtig ist, dass Sie natürlich als Künstlerin sich jetzt auch ihre Begabung sozusagen oder das Talent auch weitergeben und fördern bei Kindern. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wie sind Sie dazu gekommen oder was erleben Sie da auch mit den Kids in den Kursen? Also, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Bei der ersten Ausstellung 2009 Stimmt. in der Stimmt. Hamburger Kunsthalle. Stimmt, genau. Und da hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen und wollte irgendwie anfangen, was zu machen, auch dringend. Und dann hat das geklappt, wir haben uns getroffen und ich habe die Lichtwerkschule kennengelernt und war von dem Konzept sehr überzeugt und sehr neugierig und bin jetzt nach einem Jahr mit Kursen, die ich für die Lichtwerkschule gegeben habe, in zwei Brennpunktgebieten Hamburgs, ganz beseelt von dieser Arbeit. Ja, es ist für mich ganz schwierig, das jetzt so zusammenzufassen, weil ich wirklich finde, dass da so viel berührt wird in der Arbeit mit den Kindern, in der Wahrnehmungsförderung mit den Kindern, in dem Haltgeben auch, in den Beziehungen, die sich aufbauen, aber eben auch ganz großartige Werke, ganz tolle Ideen, die da sprießen. Und ja, es bringt ganz großen Spaß und es soll weitergehen, bitte. Dann hoffen wir auch, dass das weitergeht und auch, dass die Zuschauer da unterstützen können. Frau Neubecker, Sie haben auch schon vorher im Vorgespräch mir eine kleine Rechnung vorgestellt. Vielleicht können Sie das nochmal wiederholen, auch für die Zuschauer, wie einfach und wie wenig man eigentlich braucht, um Ihr Projekt zu unterstützen. Also wir fördern ja in diesen Brennpunkten oder in diesen Stadtteilen in der Regel ungefähr 12 Kinder in einem Kurs. Mhm. Und die Kinder werden von März bis Oktober unterrichtet nach dem. Und der Unterricht findet in den Stadtteil Kultureinrichtungen statt, weil wir gesagt haben, wir gehen nach dem Prinzip kurze Beine, kurze Wege. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, von alleine dahin zu gehen. Und wir wollen ihnen natürlich auch nicht die Kulturinstitution vorenthalten. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass wir mit diesen Kindern auch in den Kulturinstitutionen gehen. Dort werden die Kinder speziell geführt. Wir besuchen die Hamburger Kunsthalle und wir besuchen auch das Museum für Kunst und Gewerbe, das seit jetzt diesem Jahr unser Kooperationspartner ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Kinder der Lichtwerkschule dort exklusiv in der museumspädagogischen Abteilung zu unterrichten. Das ist ein wunderbarer Raum, in dem die Kinder sich aufhalten dürfen und unsere Dozenten werden sie dort dann auch von dem, was Sie gesehen haben, dann weiter vertiefen. Genau, aber es gibt eine Patenschaft, die man ja übernehmen kann für Kinder. Für rund 40 Euro wären eigentlich schon alle Kosten gedeckt. Genau, für 40 Euro im Monat ermöglicht man einem Kind an der Lichtwerkschule teilzunehmen. Weil wir, wie gesagt, wir sind in 8 Stadtteilen. Das sind alles die Stadtteile, wo das Einkommen nicht so hoch ist, wo viele Eltern nicht, weil sie es nicht möchten, das möchte ich einfach ganz klar dazu sagen, sondern weil viele Eltern einfach auch nicht die Möglichkeit haben, die müssen so viel arbeiten, oft 2, 3 Jobs machen, damit sie überhaupt das Geld verdienen für den Lebensunterhalt, dass sie nicht das Geld erübrigen können für eine solche Förderung ihrer Kinder. Und deswegen ist es so, dass wir da auch keine Kursgebühren in dem Sinn oder wenn, dann nur ganz geringe Kursgebühren nehmen können oder wollen. Weil wir sagen, das ist eben auch ein gesellschaftliches Thema, an dem auch die Gesellschaft mit dran, gemeinsam dran arbeiten soll.
Im Vorgespräch, als ich ihn vorgestellt habe, die anderen Gäste der Sendung, die Kraft der Toleranz, haben Sie sofort gesagt, die wollte ich sowieso anschreiben. Wie kann man denn jetzt auch zwischen Ihnen vielleicht eine Kooperation herstellen? Also, was war Ihr Gedanke dabei? Also der Gedanke war, da wir ja, wie gesagt, aus diesen Stadtteilen in die Museen fahren, brauchen wir einfach ehrenamtliche Mentoren, Paten, Lichtwerkpaten, die diese Fahrten begleiten, und wir brauchen auch Lichtwerkpaten für die Dozenten, denn die Dozenten sind ja in den Stadtteilen vor Ort und die brauchen Unterstützung, zum Beispiel wenn sie Materialeinkauf haben, dass dann vielleicht mal jemand mit dem Auto kommt und sagt so, ich fahre jetzt mit dir zu Jerwitz und hol die ganzen Sachen, die du da ausgesucht hast, denn das ist unser Materialsponsor, der das einfach für uns schon seit Jahren macht, uns das zur Verfügung stellt und bringt es dann in den Stadtteil. Und ich helfe auch beim Aufbau der Ausstellungen in dem Stadtteil oder in den Schulen. Es gibt immer eine Ausstellung in den Schulen und in den Stadtteilen und eine große Ausstellung dann in einem wichtigen Ort. Das letzte Mal war es immer in der Kunsthalle und jetzt... Ich wollte Sie nur ganz kurz unterbrechen, denn wenn man über Kunst redet, will man natürlich auch ein bisschen was sehen. Malen, ausprobieren, selber mit anpacken, das können die Kinder, die in der Lichtwerkschule teilnehmen, zweimal pro Woche beim Unterricht sind, mit professionellen Künstlern auch betreut werden. Und Maja Ueckert war dabei bei der Talentschmiede. Die Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache. Hier in der Projektwoche entstehen ganz besondere Kunstwerke mit viel Fantasie und Kreativität. Also, das ist ein Bild, das ist in Paris und das ist hier jetzt ein Sonnenuntergang und da ist das die Stadt da oben und hier ist der Sonnenuntergang und wir wollten das so gerne haben, weil das ist sehr schön. Die Hamburger Lichtwerkschule will Kinder über alle sozialen Grenzen hinweg mit Kunst und Kultur in Berührung bringen, wie hier bei der Projektwoche, aber auch langfristig. Jetzt im Frühjahr beginnen wieder neue Kurse in verschiedenen Stadtteilen. Es gibt Museumsbesuche und die Kinder arbeiten einmal in der Woche mit echten Künstlern zusammen. Auch für die Kursleiter ist das eine spannende und schöne Erfahrung. Ja, also dass die Begeisterung auch von den Kindern kommt und sagen, dürfen wir jetzt endlich malen, die Pause ist zu Ende, geht es hier mal weiter oder so. Und jedes Mal wieder die Freude auf ein anderes Thema einzugehen. Ja, sehr viel Dynamik, sehr viel Fantasie, Freude. Es bringt ihnen unglaublich viel Spaß. Sie machen mit. Hier entstehen echte Freiräume, frei von allen schulischen Zwängen. Hier kann ich wirklich auch noch als Künstlerin wirken und nicht als Lehrerin. Und ich muss keine Zensuren geben. Und wenn jemand nur dabei sitzt und sagt immer, ich habe nicht richtig Lust, aber so ein, zwei Striche mache ich und plötzlich nach einer Zeit ankommt und sagt, ach doch, jetzt mache ich auch mal ein Bild mit. Das ist ja toll, weil es ist kein Druck, überhaupt nicht. Für die Kinder ist der Kontakt mit den Künstlern etwas ganz Besonderes. Einfach anders als der normale Unterricht. Wir lernen hier etwas Neues, was wir davor noch nicht konnten. Sie kann uns das gut erklären und ich habe schon lange gemalt, also das ist meine Leidenschaft. Und ich finde das jetzt toll, dass wir mit einer echten Künstlerin arbeiten, dass sie uns das alles gut erzählen kann. Viele Kinder entdecken sich und ihre Fähigkeiten in den Kursen der Lichtwerkschule ganz neu. Es geht um das Künstlerische, aber es geht auch um viel mehr. Also sie bekommen eine Erfahrung mit, und zwar mehr intuitiv. Ich bin wer, ich kann was, das gefällt mir und es gefällt auch anderen. Und es entwickelt sich eine stringentere Arbeitshaltung grundsätzlich, weil sie einfach diesen Freiraum ganz für sich nutzen können. Und sie entwickeln ein neues Gruppenzusammenhalt mit der Gruppe, mit der sie arbeiten. Also die kommen ja klassen- und klassenübergreifend und schulübergreifend in diese Gruppe zusammen. Und sie entwickeln, und diese Lernfreude, die sie dort kennengelernt haben, über das Tun, das überträgt sich auch auf die anderen Fächer. Immer wieder ist es schön zu sehen, wie viel Überraschendes in den Schülern steckt. Ich habe ja im letzten Jahr eine ganze Einheit unterrichtet und dann wurde mir ein Junge, an den denke ich jetzt speziell, der wurde gesagt, der ist so schwierig, er möchte mitmachen, aber also im Prinzip, du kannst ihn ja auch rausschmeißen. Er war mein bester Schüler, er war immer eine Viertelstunde vorher da. Er hat
also alle anderen rannten manchmal raus, er hat sich höflich verabschiedet. Darf ich kurz raus, guck mal, ich habe das jetzt soweit fertig und jetzt komme ich nach einer Viertelstunde wieder und dann möchte ich weiterarbeiten. Großartig, ein richtig toller Erfolg. Und die Lehrerin sagte zu mir, er hätte sich in der Schule verändert. Das war toll. Das liegt vielleicht nicht an mir, aber das mitzuerleben war großartig. Und die Beschäftigung mit der Kunst leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Integration. Was ganz wichtig ist, wir sind, in Deutschland gibt es, jeder fünfte Deutsche hat migrantische Wurzeln. 52% der deutschen Bevölkerung waren noch nicht in einem Museum. Das heißt, wenn wir so etwas wie eine gemeinsame kulturelle Identität entwickeln wollen in der Gesellschaft, müssen wir alle an unsere Geschichte, an unsere Historie heranführen und die liegt in unseren Museen. Die Arbeit der Lichtwag-Schule ist ein großer Erfolg. Aber wichtig ist vor allem eines, die Kinder kommen immer wieder gerne. Kommen immer wieder gerne, das ist auf jeden Fall natürlich ein großer Verdienst der Lichtwag-Schule auch. Frau Kerker, Sie gehen ja auch mit den Kids ins Museum. Was erlebt man denn da mit den Kindern? Je nachdem, welche Ausstellung gerade läuft natürlich, aber diese Museumsbesuche empfinde ich als oder sind großer Bestandteil, weil einfach da auch die Wertschätzung für Kultur ankommt bei den Kindern, weil sie sehen, oh, so ein großes Haus, die Kunsthalle, Mensch, 10 Millionen Versicherungen, Caspar David Friedrich. Also, und natürlich auch die Kunstwerke, da die Hängung, alles ihnen einfach einen Wert vermittelt. Es ist ja auch so, dass viele Kinder, gerade aus diesem Problemstadtteil, nennt man das ja immer so leicht despektierlich, auch gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt an solchen kulturellen Angebot teilzunehmen. Es kostet und auch die Zeit ist oftmals nicht da, sich damit zu beschäftigen. Denn es ist für manche Kinder das erste Mal, wenn sie da mit ihnen hingehen? Ja, eigentlich der Regel nach. Also wenige, die sagen, oh ja, hier war ich schon mal. Oder ich nehme hier teil an den Wochenendprogramm mit meinen Eltern oder so, das habe ich nicht erlebt bisher. Mhm. Diese Erlebnisse haben Sie ja auch so ein bisschen, dass man vielleicht sagt, dass es schwierig ist, auch das Haus zu verlassen, weil man natürlich auch viele familiäre Pflichten hat in verschiedenen Kulturen. Mhm. Haben Sie das auch so erlebt? Ja, das stimmt, ist auch so. Aber jetzt durch den Kochkurs bin ich mehr draußen, bin in den Kursen. Also ich bin auch offener geworden. Eher war ich vorher immer so schüchtern, hart, so ein bisschen, aber jetzt ist es ganz anders geworden. Mhm. Mehr offener. Kommt aus dem Haus raus, aus den ganzen alltäglichen Sachen. Ist jetzt vielleicht auch die Schnittstelle, die man da finden kann zwischen den beiden Vereinen, dass man auf jeden Fall sich austauscht und etwas auch kulturell auch unternimmt. Mhm. Also, Frau Matschitz, Sie planen da ja auch weitere Geschichten. Sie haben sich ja schon ein bisschen überlegt, was man jetzt machen kann oder vielleicht, wie man auch die Lichtwag-Schule da unterstützen kann. Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr schönes Projekt. Habe schon überlegt, ob ich meine eigenen Kinder jetzt auch irgendwie, weil meine Tochter malt auch sehr gerne. Aber es ist toll, also und ich denke, das sind solche Sachen, wo man sich verbinden, einfach ein Netzwerk verbinden muss und dann sich austauschen muss, dass man sich gegenseitig einfach näher kommen muss. Und da ist jetzt eben auch die Sache, dass man unseren Frauen sagt, hier, da habt ihr jetzt Sachen, wo ihr euch auch beweisen oder zeigen könnt, wo man sagen kann, hier, wir haben das jetzt auch von unserem Verein, sich unterstützen gegenseitig, helfen, immer irgendwie mehr tun wie andere Damen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ziel, wo man sich setzen kann, dass man einfach sie jetzt ihrem Projekt unterstützt, dass man den Damen sagt, hier Begleitpersonen oder eben, wie sie jetzt sagten, einfach mal hinfahren, was abholen, weil unsere Damen sind das schon gewohnt. Also unsere Damen sind wirklich engagiert und ehrenamtlich so bereit, dass sie wirklich sagen, nee, das ist zu schwierig, da kann ich jetzt nicht hin. Die sind da schon, das ist alles gewohnt. Wir haben auch gerade vorhin gesprochen über so eine Schaffung eigentlich einer neuen kulturellen Identität. Das ist ja nicht mehr nur das rein Hanseatische oder das ist das Türkische, sondern es ist ein großer Mischmasch. Wie passiert das bei Kindern eigentlich noch eher natürlicher, dass die sich miteinander austauschen und etwas selbstverständlicher miteinander umgehen? Also ich denke, sie haben auch schon ihre Scheren im Kopf, ich sag's mal so. Aber in den Kursen ist einfach die Erfahrung, die wir in der Rückmeldung von den Lehrern haben, die Kinder zu uns geschickt haben, dass sich diese Scheren auflösen. Die Kinder nehmen sich natürlich die nehmen sich mehr über diese Kunst wahr. Und ich sage jetzt mal, der Jonas, der immer gestört hat, da stellen die Kinder dann fest,
der stört nicht nur, der kann ja wunderbar malen. Und weil der so wunderbar malen kann, kann der ja vielleicht beim Theaterstück, das die Schule aufführt, das nächste Mal das Bühnenbild malen. Und dann hat der Jonas auf einmal eine ganz andere Sichtweise bekommen von Seiten der Kinder, von Seiten der Lehrer. Und damit verändert sich auch sein eigener Blick auf sich selber. Und dadurch braucht er nicht mehr in jede Rangelei mit einsteigen, sondern er kann sagen, das muss ich jetzt nicht mehr, weil ich kann ja was. Ich kann ja auch etwas, was andere auch wahrnehmen. Und was auch ganz wichtig ist, auch die Erfahrung, dass die Eltern jetzt das auch wirklich, ich sage es mal am Anfang, immer sehr vorsichtig begleiten. Also in Wilhelmsburg war es so, dass manche Eltern sehr zurückhaltend waren. Sie haben die Kinder gebracht und sind dann immer ganz schnell gegangen. Und dann beim dritten oder vierten Mal haben die Kinder dann, standen die Eltern davor und haben dann mal so ein bisschen geluschert und haben mal geguckt. Und dann so zum Ende wurden sie auch eingeladen, da auch mal reinzugehen, mal zu gucken, was sie jetzt gemacht haben. Dass dann auch so von die Wertschätzung der Dozenten auf die Arbeiten der Kinder sich auch dann bei den Eltern auch, dass sie sagen, ach ja, das ist schön, was mein Kind da macht. Ja, dann muss ich ja noch mal genauer hinschauen. Das heißt, auch die Eltern bekommen einen anderen Blick auf ihre Kinder. Und auch die Kinder bekommen einen Blick auf das, was sie tun. Dass die Kinder haben am Anfang, jetzt in Steilshoop auch zum Beispiel, die Arbeiten nicht so gerne mit nach Hause genommen, weil das ja auch manchmal, wenn man etwas zeigt und dann die Eltern oder die Geschwister sagen, ach, was ist das denn? Das ist ja so ein Geschmiere, das soll jetzt Kunst sein. Das ist ja etwas, was ein Kind auch aushalten muss. Da nochmal, und viele Kinder haben gesagt, nee, das lassen wir alles da. Lieber da lassen. Und Frauke hatte eine ganz tolle Idee, die hat nämlich dann die Zwiebelsäckchen, die sie da gearbeitet haben, hat sie dann gesagt, okay, wir fotografieren die Zwiebelsäckchen, indem jedes Kind sein Zwiebelsäckchen auf den Kopf nimmt. Und dann standen sie alle da und haben also ihre Zwiebelsäckchen festgehalten und waren unheimlich stolz dabei. Also was man auch hier zusammenfassend sagen kann, natürlich, Sie haben ja auch schon vorhin berichtet, dadurch, dass Sie auch einen anderen kulturellen Einfluss bekommen haben durch die Kinder, wahrscheinlich ist jetzt auch etwas dazu auch entstanden, auch in der eigenen Kunst vielleicht. Also kann man schon so ein bisschen zusammenfassend sagen? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Dass es sich beeinflusst, ja. Denke ich schon. Also haben wir zumindest auch in dieser Sendung heute eine gemeinsame kulturelle Identität geschaffen vielleicht. Und liebe Zuschauer, das war es jetzt eigentlich schon für Prima für heute. Ob Kochen oder Kunsthalle, eigentlich ist das ja egal, was man gemeinsam macht. Hauptsache, man tauscht sich aus. Und Sie können diesen beiden Vereinen helfen. Mit ein paar Euro sind Sie schon dabei. Oder wenn Sie beispielsweise auch Kinder begleiten wollen, in die Kunsthalle beispielsweise oder den Damen beim Kochkurs helfen, melden Sie sich bei uns bei Sponsoren für Hamburg unter www.sponsoren-für-hamburg.de oder telefonisch unter 98 23 29 02 oder schreiben Sie an info@sponsoren-für-hamburg.de. Also diverse Kommunikationsmöglichkeiten, wie Sie uns erreichen. Und uns sehen Sie immer am ersten Donnerstag hier bei TIDE und an diversen anderen Terminen, mehr dazu auch im Internet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss.